Beim Low-Kick ist es ganz wichtig, dass ich meine Hüfte eindrehe. Es ist kein Fußballkick, wo die Hüfte hinten bleibt, sondern meine komplette Hüfte muss sich wie eine Peitsche als erstes zur Seite drehen und dann folgt der Fuß. Die Trefferfläche ist das untere Schienbein, nicht der Fußspann. Ich drehe mich ein und drücke mich von Lisas Oberschenkel wieder ab. Dies ist eine Übungsform. Eindrehen und wieder.